Auch das noch. Skirennläufer Felix Neureuther fällt mehrere Monate verletzt aus. Das teilte der 30 Jahre alte WM-Dritte unmittelbar nach dem Ende der alpinen Saison und dem verpassten Gesamtsieg im Slalom-Weltcup mit. Bei Neureuther wurde ein Bandscheibenschaden mit starker Entzündungsreaktion an den Wirbelgelenken festgestellt. Auf ärztlichen Rat soll Neureuther in den kommenden 6 Wochen jegliche Belastung vermeiden und zudem etwa 4 Monate lang nicht auf Skiern stehen. Vom Erfolg dieser Maßnahmen hängt ab, ob eine Operation nötig wird oder nicht.